Insgesamt 175 Starter nahmen am Salzburger G-Landescup teil. 37 Tore musste der Nachwuchs bewältigen, aber auch Dutzende Helfer waren unterwegs, um das Rennen durchführen zu können. Ja, es ist schwierig. Die Freiwilligen gibt es eigentlich, werden aber rarer. Aber ich hab ehrlich gesagt, eigentlich seit den 57er Jahren bin ich bei Skiclub die letzten 8 Jahre Präsident. Ich war 51 Jahre beim Skiclub. Und jetzt nächstes Jahr 50 Jahre beim Skiverband. So alt schauen Sie gar nicht aus. Ja, ich habe mich aber gut gehalten. Vom Start auf 1800 Meter bis ins Ziel mussten die Rennläufer 270 Höhenmeter bewältigen. Wie ist die Strecke? Ja, die Strecke ist oben weg sehr anspruchsvoll und unten dann brauchst du eine gute Hocke und eine gute Position, dass du Tempo machst. Ja, der erste Durchgang hat gut gepasst, also jetzt dabei bin ich mal Erste und ja. Was erhoffst du für den Zweiten? Was nimmst du davor? Ja, lässig Skifahren wie im Ersten und nichts für umdenken. Heute, die Piste war überraschend gut und eigentlich habe ich das gezeigt, was ich kann und die Fehler, was ich gemacht habe, einfach nochmal auszubessern. Ja, eigentlich relativ gut wieder, weil ich bin im Riesental auf normal nicht so stark wie im Slalom. Gestern haben wir ja einen Slalom gehabt, da ist es mir gut gegangen und jetzt eigentlich überraschend gut heute. Ja. Überraschend gut ist ja leicht untertrieben, du führst die Spitze an heute. Ja, das schon, aber eben, weil das nicht meine Spezialdisziplin ist, hat es mich immer ein bisschen gewundert eigentlich. Und einige von Salzburgs jungen Talenten haben auch schon große Ziele. Ziele? Also Ziele, ich gehe von Rennen zu Rennen und das größte Ziel ist einfach bei den österreichischen Meisterschaften einfach einen Sieg machen. Was hast du für Ziele so für deine weitere Laufbahn? Ja, jetzt nächstes Jahr fahre ich noch ein Fizz-Rennen und da schaue ich mal, wie es mir geht. Ich möchte schon mal für meinen Jahrgang mitmischen. Ja, die Ziele sind halt in Europacup bis in den Weltcup zu kommen, was eigentlich wahrscheinlich eh jeder will, Deutschland. Und ja. Um im Weltcup bestehen zu können, braucht es vor allem Disziplin und Ausdauer. Denn der Weg dahin ist mit Sicherheit nicht leicht. Da könnte dann schon die Piste das neue Zuhause werden. Und die Piste ist das zweite Zuhause, oder? Ich und meine Frau, wenn wir die Güldene gehabt haben, ca. 20 Jahre wäre ich schon daheim gewesen sein. Ich habe noch einmal nachgerechnet, aber ich bin fast nicht hingekommen auf das. Sieger U15, U16 wurde Johannes Bassrucker. U18 Lukas Broschek, U21 Maximilian Breitfuß. Die Siegerin bei den Damen U15, U16 heißt Eva Bremstaller, U18 Jessica Gfrera und U21 Anna-Maria Wallinger.